Freiheit. Die hat für Rana eine ganz besondere Bedeutung. Denn vor knapp 1,5 Jahren flieht die junge Frau aus ihrer Heimat Saudi-Arabien für ein Leben ohne Niqab. Ich habe mich gefühlt wie ein Vogel, der aus seinem Käfig befreit wurde. Ich habe endlich gespürt, was Leben und Freiheit bedeutet, denn hinter einem Niqab habe ich dieses Gefühl nicht kennengelernt. Rana wächst in Riad auf. Junge Frauen wie sie müssen sich dort an strenge Regeln halten. Das Haus darf sie nur voll verschleiert und in Begleitung eines männlichen Familienmitgliedes verlassen. Rana fühlt sich eingeengt. Ich habe immer 2 Leben geführt. Ein privates, das ich niemandem zeigen durfte, und ein islamisches nach außen. Und es gab einen Punkt, da habe ich gemerkt, es geht nicht mehr. Die heute 30-Jährige beschließt, ihre Heimat, ihre Familie und ihre Freunde zu verlassen. Sie möchte endlich frei sein. Niemand weiß von ihren Plänen. Den 26. Mai 2015 wird Rana nie vergessen. Mein Vater hat mich zur Arbeit gefahren, wie an jedem Tag. Ich konnte mich nicht von ihm verabschieden. Ich hatte solche Angst, dass er etwas merkt. Ich habe mich sozusagen mit den Augen von ihm verabschiedet. Rana flieht zunächst in die Türkei. Dort legt sie zum ersten Mal ihren Schleier ab. Um auf der Flucht nicht enttarnt zu werden, färbt sie sich die Haare blond. In Istanbul hört die junge Frau Musiker auf der Straße spielen. Spontan fängt sie an zu tanzen. Zum ersten Mal in ihrem Leben, ohne Niqab, unter freiem Himmel. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich schön, wenn die Sonne auf meiner Haut kitzelt und der Wind meine Haare durchwühlt. Das hat mein Lebensgefühl total verändert. So lange Zeit war genau das mein Ziel. Doch die junge Frau ist noch nicht am Ziel. Im November 2015 kommt sie in einem Flüchtlingsboot nach Griechenland. Ein Bekannter filmt die gefährliche Überfahrt. Rana steht Todesängste aus. Die Überfahrt glückt. Von Griechenland aus gelangt sie unter anderem über Mazedonien, Slowenien und Österreich nach Deutschland. Rana merkt die neu gewonnene Freiheit an den kleinen Dingen des Alltags. Es ist nicht möglich, in Saudi-Arabien einfach so ein Eis in der Öffentlichkeit zu essen. Die Frau braucht dafür die Erlaubnis ihrer Brüder oder des Vaters. Und weil man zum Eisessen den Schleier lüften müsste, geht das nicht. Wenn man in eine Eisdiele geht, bekommt jede Familie einen Raum. Da schließt man gleich hinter sich die Tür, sodass niemand sieht, wer dahinter sitzt. Ranas neues Leben ohne Niqab. Doch die junge Frau geht noch einen Schritt weiter, erklärt öffentlich, dass sie sich vom Islam abgewandt hat. Ich war in Saudi-Arabien gefährdet. Auf Atheismus steht dort die Todesstrafe. Ich will nicht sterben. Deswegen bricht Rana den Kontakt zu Freunden, Familie und ihrem geliebten Vater ab. Es bricht ihr das Herz. Ich muss sehr oft an ihn denken. Wenn ich schlafe, dann träume ich von ihm und dann reden wir miteinander so, als wäre er wirklich bei mir. Ranas Tränen, die Sehnsucht nach ihrer Familie, ein hoher Preis, den sie für ihre Freiheit zahlen muss. Nachdem ich geflohen bin, habe ich meinen E-Mail-Account aus Saudi-Arabien ruhen lassen. Nach 9 Monaten war ich mal wieder online. Mein Vater hat mir viele Mails geschrieben. Er wollte wissen, ob es mir gut gehe, ob ich Hilfe brauche. Sie traut sich bis heute nicht zu antworten. Fotos sind ihre einzigen Erinnerungsstücke. Ranas Sehnsucht nach einem freien Leben ist stärker. Ich habe Schwimmbäder früher im Fernsehen gesehen und immer davon geträumt, einmal selbst da zu sein und mich so abzukühlen. Und noch hat Rana die Hoffnung, dass ihr größter Traum in Erfüllung geht. Ich glaube, dass ich meinen Vater irgendwann wiedersehe. Rana, eine mutige junge Frau, die für ihre Freiheit alles aufgegeben hat.